Trägt einigermaßen das Handy. Oder bin ich schon zu? Ich bin es jetzt nicht mehr, ich habe hier alles aus. Sie haben uns den Einblick gegeben in die Welt der Betroffenen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist ja nicht nur Ihre eigene Story, sondern Sie vermischen ja das, was Sie selbst erlebt haben, mit dem, was Sie aus der Selbsthilfegruppe von anderen Betroffenen immer und immer wieder hören und wo Sie sagen, das ist ein Muster. Was für uns jetzt hier ganz spannend ist, sind die Konsequenzen für das justizielle Verfahren. Ne? Sie nehmen Aspekte auf und sagen, wir brauchen mehrere Anläufe, verzweifeln Sie nicht, ne? Haben Sie Geduld. Das ist etwas, was insbesondere die Polizei betrifft, aber auch die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht, denn wir sind natürlich damit konfrontiert, dass Anzeigen immer wieder zurückgezogen werden. Und ja, Sie haben es zu Recht ausgesprochen, so oft fragt man sich dann, Mensch, das wird doch nichts mehr. Also das ist ja eine Verzweiflung auch, die die Justiz hat. Wie gehen wir denn dann mit diesen Fällen um? Insofern sehr, sehr eindrucksvoll und ich denke, wir sollten, es ist 11.34 Uhr, ich muss immer so ein bisschen den Zeitwächter auch spielen, aber ich frage mal ins Plenum, gibt es Fragen von Ihnen an Frau Beck, die sie vielleicht im Anschluss gleich noch beantworten kann? Also ich hätte eine Frage. Sie haben ja das private und familiäre Umfeld angesprochen. Wir kennen das jetzt aus unserer eigenen Arbeit. Also die Außenstehenden bemerken da teilweise viel früher, dass da in der Beziehung was nicht stimmt. Und Freunde oder auch Familie haben vielleicht versucht, mit Ihnen auch das Gespräch darüber zu führen. Haben Sie von vornherein abgeblockt und haben dann auch den Kontakt zu Freunden und Familie abgebrochen? Oder wie war es bei Ihnen in dieser Konstellation? Ich weiß, dass es häufig so vorkommt, dass man den Kontakt da abbricht. Ich habe das nie mit mir machen lassen, das war mein Vorteil. Ich habe immer meine Kontakte gehalten, auch zu meinen Freundinnen und war auch da sehr, sehr offen, so wie ich es eigentlich heute auch bin. Aber es war sehr schwer, an mich ranzukommen, weil ich natürlich in diesem Doppel, ich hatte diese Doppelbelastung. Ich hatte erstens diesen Druck von ihm, wo ich ja auch immer wieder dieses perfekte Welt spielen musste. Aber dann auch die Angst vor dem, dass sie die Wahrheit sprechen, dass sie ja Recht haben und konnte das aber ja auch nicht so zeigen in dieser Doppelrolle. Ja? Also es war so absurd, weil ich ja, wenn er dann dabei war, musste ich ja auch lieb und nett und alles ist so prima und toll und alle wussten ja, dass es nicht so ist. Und die haben einfach irgendwann gesagt, sie unterstützen mich, sie geben mir die Zeit, die ich brauche. Die waren auch immer für mich da, also gerade meine Freundinnen, die waren immer an meiner Seite. Aber sie haben ihn natürlich irgendwann nicht mehr akzeptiert, was es für mich natürlich auch noch schwieriger gemacht hat. Und das ist auch etwas, wo man immer bedenken muss. In dem Moment, wo Sie diesen Person ablehnen, was ja völlig menschlich ist, wenn ich merke, dass jemand mit meiner Freundin, mit meiner Tochter, Sohn nicht gut umgeht, lehne ich den ab. Aber das bekommen eben immer wieder die Menschen dann ab. Ja? Und das war auch etwas, was meine Freundin und auch meine Familie realisiert hat und was die halt auch eben einfach zu dieser... ja, es war einfach eine Aufgabe, die sie auch nicht lösen haben können. Also die waren auch verzweifelt, weil sie haben mein Leid gesehen, sie haben gesehen, wie ich immer ausgesehen habe und sie konnten mir einfach nicht helfen. Und da sage ich immer, bitte nehmen Sie auch als Freunde, Familie den Druck raus, weil Druck hat diese betreffende Person genug. Zeigen Sie aber, dass Sie immer an Ihrer Seite waren. Und das hat mir einfach unwahrscheinlich geholfen. Da hinten war noch eine zweite Frage. Genau, Nummer Erler von der Polizei Bremen, bin Vorjuristin bei der Polizei und frage das aus der Richtung des Gefährdungsmanagements. Was hätte Ihnen denn damals geholfen? Was könnte die Polizei tun? Also zum Beispiel Streifen oder Wohnungsverweisung für den Partner, aber Sie haben gesagt, Sie sind auch einfach zurückgegangen. Da stellen wir jetzt vor, dass Sie ja noch im Konfliktfeld sind, wenn eine Wohnungsverweisung gegen den Partner anbietet. Da haben Sie auch gefragt, was hätte Ihnen damals von der Polizei geholfen? Also ich habe Gott sei Dank das nicht das Problem gehabt, dass ich mit ihm zusammen gewohnt habe. Das war dieses Positive auch daran. Aber was mir geholfen hätte, wäre einfach ja, eine Kommunikation, wo ich hätte anrufen können, wo ich sagen hätte können, ja, der fährt jetzt an meiner Haustür vorbei. Ich kann einfach die Situation nicht einschätzen. Oder eben auch in dieser Situation, wie ich erzählt habe, mit diesem Einkaufszentrum, dass ich hätte bei der Polizei anrufen können und sagen können, können Sie bitte mal gucken fahren, ich bin der und der Fall. Ich habe wirklich Angst, ja, begründete Angst auch. Das hätte mir schon sehr wohl geholfen. Aber ich hatte damals den Vorsitzenden vom Weißen Ring bei mir zu Hause, der geschaut hat, ob unser Haus sicher ist gegen ihn. Und habe dann damals auch eine Aussage bekommen, die war sehr klar, aber
die war auch sehr eindeutig in ihrer Aussage. Und das war einfach, Frau Beck, was erwarten Sie? Wir können Ihnen keinen 24-Stunden-Schutz bieten. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Aber ich weiß halt auch, dass genau deswegen oftmals Menschenleben gefordert werden, aus diesen Gründen. Und auch jetzt am Wochenende, ich kann es ja einfach sagen, auch bei dieser Frau, die bei uns in der Gruppe war, wurde er zuvor einer Bar verwiesen. Ja, er wurde verwiesen, er wurde rausgeworfen, das hat ihn, wie ich schon gesagt habe, noch emotionaler gemacht und jetzt wurde sie umgebracht. Hätte sie anrufen können, hätte sie sagen können, hier, der war schon wieder da, ne? Hätte vielleicht eine Situation stattfinden können, wo sie ihn aufgespürt hätten und ich verstehe sie auch vollkommen, dass sie nicht, was wollen sie tun, aber sie müssen auch die Opfer verstehen, was sollen die tun? Wissen genauso wenig, ja, und das muss sich ändern. Einmal da hinten und dann Frau Köller, ja, ja. Ganz kurz, Sie haben ja gesagt, dass es da diese Gerichtsverhandlung gab, wo es dann auch zu der Bewährungsstrafe gekommen ist. War das für Sie zufriedenstellend oder was hätten Sie sich gewünscht? Was hätte passieren sollen? Welche Art der Bestrafung oder Konsequenz hätten Sie da gewünscht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hatte dabei gar keine Empfindung, weil ich einfach sage, das, was mir oder meinen Kindern angetan wurde, das kann man auch nicht damit aufwiegen, wenn jemand ein Jahr, 9 Monate ins Gefängnis geht oder ähnliches. Aber es war für mich ein Signal, er kann eigentlich alles machen, was er will, da ist keine Konsequenz. Und ich muss dazu sagen, und das meine ich ganz ehrlich, dieser zweite Fall, wo er den jungen Mann den kompletten Unterkiefer gebrochen hat, der wirklich gesundheitlich so schlimme Konsequenzen davon getragen hat und er läuft weiter frei rum und geht jeden Mittag ins Jugendzentrum und tut dort Kinder bespaßen oder mit denen Basketball spielen, das hat mich noch mehr getroffen wie mein Fall, weil ich gedacht habe, ja, und da bin ich ehrlich, er muss erst jemanden umbringen und dann passiert in diesem Lande was. Und das hat mich sehr wütend gemacht, weil ich gedacht habe, was muss denn jetzt noch passieren, um zu zeigen, der ist nicht nur bei einer Frau gewalttätig, sondern der geht auch willkürlich irgendwo rein und schlägt Menschen zusammen und bekommt nochmal eine Bewährungsstrafe. Und ich kenne ihn, der wird zu Hause gesessen haben und wird gesagt haben, ja, ihr könnt mir gar nichts. Ne? Und das ist etwas, ja, im Endeffekt hat er ja recht. Er läuft immer noch frei rum und ich hoffe nicht, dass die nächste kommt, wo es dann, oder der nächste kommt, wo es dann wirklich schief geht, weil dann, ja, ich möchte nicht weiterdenken. Mich hätte tatsächlich interessiert, was Ihnen gut getan hätte. Also es ging jetzt gar nicht darum, was rechtlich also passieren soll, was für Sie gut gewesen wäre. Das ist eine gute Frage, die Sie mir stellen. Ich kann sie Ihnen gar nicht beantworten. Ich glaube einfach, dass vielleicht dieses Gefühl, dass man ihn so im Auge hat, dass er niemandem was antun mehr kann. Das ist, glaube ich, das. Weil alles, was mein Kind ja betrifft, habe ich ja sowieso geregelt. Das wäre etwas, wo mir wahrscheinlich noch am allermeisten Probleme bereitet hätte, wenn ich jetzt mein Kind noch hätte aushändigen müssen. Aber das hatte ich ja nicht. Aber einfach dieses Wissen, da wird drauf geschaut, er tut keinem anderen Menschen mehr was zu leiden. Ich glaube, das ist etwas, wo mich befriedigen, wo mich beruhigen würde. Ja. Vielen Dank. Bitte. Dann habe ich noch Frau Köller. Ja, also vielen Dank für deinen wirklich ja, sehr intensiven Vortrag. Ich bin 40 Jahre im Gewaltschutz tätig. Ich kann wirklich das, was du erzählt hast, durch die Jahre hindurch wirklich nur bestätigen. Wenn ich mir so die Entwicklung der Jahrzehnte ansehe, ist es, die Täter, ich nenne sie Täter, haben gelernt. Also es gibt weniger sichtbare körperliche Verletzungen, viel mehr wirklich psychischen Missbrauch. Also mir hat neulich gerade in einer Beratung eine Frau gesagt, dass ihr Ehemann einen sehr guten Job, finanziell keine Sorgen, den neugeborenen Säugling regelmäßig über die Herdplatte hält und sagt, wenn du jetzt nicht Sex mit mir hast, auf die Art und Weise, wie ich es möchte, setze ich unseren Säugling auf die heiße Herdplatte. Natürlich hat sie es gemacht. Und natürlich ist sie durch diese Sachen höchst traumatisiert
Und wir wissen inzwischen auch Säuglinge, auch Kinder, in welchem Alter bekommen dies mit und haben schwere traumatische Belastungen im Nachhinein. Was ich wichtig finde, ist, du hattest einmal gesagt, Unterstützung und Zeit. Zeit finde ich einen ganz wichtigen Faktor. Wir erleben das oft im Frauenhaus, die Frauen kommen, dann gehen die Verfahren los, die strafrechtlichen Verfahren, Umgangsrecht, Sorgerechtsverfahren. Die Frauen, wenn sie ins Frauenhaus gehen, sind dann noch nicht in der Lage, und ich finde, das ist in deinen Ausführungen sehr gut rübergekommen, überhaupt sich selbst zu spüren. Die meinen, sie sind verrückt, sie sind, die fühlen sich nicht mehr und auch die Kinder fühlen sich nicht mehr. Die können nichts irgendwie in dem Moment entscheiden. Und ich würde dafür plädieren, dass man in diesen Verfahren, sag ich mal, die Geschwindigkeit erstmal rausnehmen muss. Sofort, sag ich mal, zu einer Lösung, sei es gerichtlich, zu einer Lösung zu kommen, die langfristig ist. Was alle Beteiligten, die Kinder, die betroffenen Frauen und sicherlich auch die Täter brauchen, ist erstmal Zeit. Und da würde ich für plädieren, erstmal eine Aussetzung, also Kontaktverbot, Aussetzung, Sorgerechtsentscheidung, Aufenthaltsbestimmungsrecht und so weiter. Ich bin sehr froh über die Selbsthilfegruppen, weil ich glaube, wir als Institution uns Beratung stellen, es gibt etwas davor an Selbsthilfegruppen, weil die Frauen sich natürlich auch schämen. Und da würde ich, also zu der Frage, was wir alle tun können, es gibt ja die Statistik und wir sagen, jede dritte Frau, und ich erlebe es immer wieder, ich mache viele Veranstaltungen wie diese auch als Dozentin, jede dritte Frau, und jede sagt, ja, die Frauen, ne? Die Frauen, keine, und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass du dich wirklich getraust hast, also ich bin betroffen. Es gibt immer noch ein Bild über die Frau, die betroffen ist, die hat vielleicht keinen eigenen Job, ist sowieso schon abhängig oder. Es sind viele Frauen, allen Alters, jeder Profession sind betroffen von Gewalt. Und ich denke auch, jede dritte Frau ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich werde oft gefragt, was haben Sie denn mit den Tätern zu tun? Sind die oft alkoholisiert bei Ihnen vom Frauenhaus und wollen ins Frauenhaus? Dann sage ich, meinen Sie irgendwie, Ihr Polizeikollege oder der Oberarzt aus der Klinik würde sich hier in die Straße stellen und sich diese Blöße geben? Nein, das tun sie nicht. Und es sind nicht die, die jetzt, sozial abgerutscht sind, die Suchtprobleme haben. Es zieht sich wirklich durch alle Schichten. Und wichtig finde ich, unsere Haltung, die muss sich ändern. Unsere Haltung zu wissen, wenn Gewalt passiert ist, ist das, was die Frauen zuerst erzählen, auch in den ersten Verfahren erzählen, sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, weil alles andere hat sie verdrängt und sonst wäre sie überhaupt nicht überlebensfähig gewesen in dieser Beziehung. Und diese Haltung, wirklich das zu sehen, das zu wissen, da ist das, was sie mir erzählt, ist ein bisschen und das braucht Zeit, dass die Frau und auch die Kinder später wirklich sich öffnen können und darüber berichten können. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir unsere Haltung darüber ändern. Was der, gerade in toxischen Beziehungen, was wirklich das Gewaltpotenzial ist. Und es gibt sicherlich irgendwie keine schnellen Lösungen, aber ich denke, durch eine Haltungsänderung und durch Sehen werden wir Dinge entwickeln. Da sind wir am Anfang. Danke. Vielen Dank, Frau Köller. Ich weiß, es interessiert Sie jetzt alle noch weiter zu diskutieren, aber mein Job ist hier auch der Zeitwächter zu sein. Und wir freuen uns ja auch noch auf Frau Dr. Treu.